Irono, okay. Fährt er in der Priorei? Fährt er in der Priorei? Prio Marobels Pferd. Hat er eine Steuerung. Heieieiei. Sieht aber cool aus. Und den, so reiten wir einfach durchs Land. Sieht doch ganz chillig aus. Aber wir wollen zurück zur Keule dieser Stadt in den Marktbezirk. So. Und ich muss diesmal eine Aufnahmepause machen. Ja, und dann... Aber vorher verkaufen wir das alles mal noch. Wir verkaufen ein bisschen, reparieren uns so Kleinigkeiten halt, ne? Außerhalb des Stadttores. Okay, wie viel Gold haben wir eigentlich mittlerweile? 127. Bis später. Ihr meine Münze. Nice. Wie geht's? Hallo. Hallo. Ich habe die beste Verteidigung. Fasst euch kurz. Hallo, Bernardo. Seht euch nur um. Billigere Preise ich findet ihr in ganz Tamriel nicht. Das war... Einen eisernen Bogen. Einen eisernen Dolch. Ein feineisernes Schwert. Ich will die Axtmesser behalten. Den Claymore behalten wir noch. Das Stahlkurzschwert verkaufen wir dir. Und das Eisenschild auch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das Wolfsfell verkaufen wir mit anderen. Was hast du denn jetzt noch in Rüstung? Du hast immer noch den Stahlbrustharnisch, ne? Jetzt. Kommt wieder! Lasst mich in Ruhe. Bier wollen wir auch einiges verkaufen. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Du bietest mir schon 5. Der gibt mir schon 5. Okay, bei denen ist das natürlich wirklich so, dass es mehr gibt. Das kann ich hier noch verkaufen. Das, den Claymore behalten wir. Wobei ich glaube, wir behalten erstmal das Schwert. Wisst ihr was? Wir setzen erstmal aufs Schwert. Kaufen die Stahlachse. Die Stahlpfeile wiegen genauso viel wie die Eisenpfeile. Wir die auch mal verkaufen können. 88 Goldstücke. Jetzt sind wir nämlich auf die. Beehrt uns ja. Halt, reparieren muss ich. Ja? Reparieren. Können ja nicht mehr. Alles. 12 Gold, ja, das ist noch. So. Nu wollen wir aber mal. Da. Da. Da und da. Wiedersehen. Das ist so ein Claymore, sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Ha. Zur vergoldeten Karaffe. Ist dann einfach Laden. Das klingt so ein bisschen esoterisch, wisst ihr? Ich habe alles, was... Ja, ist ja wir super. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Alles. Trank, was gibt denn die? Ja. Da brauche ich doch nicht Lebenserkennung. Ha. Hexerei werden wir auch nicht brauchen. Infrasion auch nicht. Magie widersteht. Ja, das sollten wir vielleicht auch noch behalten. Aber das können wir euch alles verkaufen. Jo. Das bringt nicht viel, aber. Ein guter. Ich denke, wir werden einfach so viel von diesem ganzen Mist sammeln, dass wir das. Und das Rattenfleisch verkaufen wir. Ihr seid ein Hart. Das ist mehr. Als ich für gewöhnlich zahle. Ja, das ist ja toll. Willst du noch irgendwas haben von uns? Noch irgendwas vielleicht so? Nein, die will das für uns verkaufen. Was hat sie denn noch im Angebot? Das haben wir. Mörser und Stößel. Das ist aber teuer. Destillationskolben. Habt das. Das ist aber teuer. Sieht euch. Ich habe alles. Fragen Sie mal nach deinem Nirnwurz. Diese Wurzel hat scheinbar seltsame Eigenschaften, die ich noch bei keiner anderen Pflanze ihrer Art gesehen habe. Ich glaube, dass Synderion in Skingrad eure Fragen besser beantworten kann. Leb danke. Wohl. Hallo. Wer bist du denn? Du guckst ein bisschen grimmig, dich würde ich nicht ansprechen. Slash und hauen und stechen. Oder holen wir uns eine Axt, so eine doppelhändige Axt, also so zweihändige Axt. Urbul, hau. Yep. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert.
Ist doch einer aus Stahl. Mhm. Stahl, Streitkolben, Kriegshammer. Wieso macht der jetzt mehr Schaden als die Axt? Wahrscheinlich, weil die Axt schneller zuschlägt. Dieses Angebot würde ich nicht jedem dahergelaufenen. Das klingt. Ich weiß, eure Kunden. Wir haben uns zwar ein bisschen runtergehandelt, aber ich will irgendwo eine Axt tragen. Hab ich nie gemacht. Noch nie mit einer Axt gespielt. So. So eine Axt ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oha, ich sehe schon 36 Minuten schon wieder. Hoi. Willkommen im. Kann ich dir zum Geschäft verkaufen, irgendwas, was du haben möchtest? Oh ja, das. Den anderen selber noch ein guter Preis für einen guten. Das verkaufe ich dir mal. Ein gutes Geschäft. Empfehlen. So. Lebt wo. Ich glaube, hier können wir gar nichts verkaufen. Das haben wir schon alles. So. Ihr seid in die. Ja, göttliche Eleganz. Ist kann ja ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich kann diesen Ring nicht verkaufen. Ich glaube, wenn das weitergeht, können wir uns auch noch die Dingsrüstung leisten. So, wir gucken mal durch. Da haben wir alles Rüstung und alles verkauft, was wir nicht brauchen. Hier haben wir ziemlich viel verkauft. Da war auch eigentlich nichts mehr. Und das nachher, das will ich mal ausprobieren. Ist cool. Ich glaube, Magie ist auch eine ganz, ganz coole Sache eigentlich. Aber das haben wir nicht. Was bist du denn hier? Edgars Sparzauber. Wenn die es Stäbe wollen wir nicht. Dann gehen wir nochmal hin und kaufen uns nochmal die Rüstung. So. Ich will nämlich die... Ich warte. Ja, ich auch. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja, ich sag dir, die finden wir gleich. Das ist so richtig typisch dann. Schönen Tag. Ja? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ein exzellentes... Empfehlt. Ja, mache ich natürlich so. Lebt wohl. Und ich merke, dass meine Nase dicht ist, also versuche ich das schnell zu machen jetzt noch. Also, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Skingrad. Da laufen wir erst hin. Wir können ja dahin reisen. Ach, wir wollten ja die Arena, ne? Ja, das machen wir später. Wir wollen jetzt erst einmal unser Pferd suchen. Wo ist es denn? Da ist es ja. So. Und wir reiten mal jetzt Richtung Skingrad. Und wir schalten die Quest noch kurz aktiv. Auf der Suche. Lalalala. Da, Skingrad. Können wir auch einfach so weiter reiten? Ja, das ist auch gut. Sprecht. Ein Brunnen. So. Und ja, während wir hier jetzt gerade entlang reiten. Das geht gerade. Wie gesagt, ich will die Schnellreisefunktion nicht immer benutzen, weil das nimmt dem Spiel sein Flair. So. Und wir reiten mal hier weiter. Es ist ja recht schick, ne? Also... Ich finde, es sieht zwar plastikmäßig aus, aber nicht schlecht. So, nun ist die Frage, sind wir hier richtig? Ja, sind wir. Gut, wenn wir ins Genau angekommen sind, mache ich ja erstmal ein Aufnahmepäuschen, das sage ich jetzt schon mal. Also, es wird diese Folge nichts mehr Großes kommen, falls ihr das erwartet.
So. Sieht aber auch komisch aus, wenn man hier so hoch, sich so hoch quält. Ach, schauen wir uns aber so an. Und zack. Mit unserer Stahlrüstung schon. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen für Folgen. Also ich rechne mit 100 ungefähr. Wobei... Oh doch, 100, 200 Stück. Irgendwas dazwischen. Werden das wohl wert? So. Die Kohle müssen wir hier auch noch rum. Können wir uns da vorne anschauen? Nö. Okay, das geht natürlich nicht. Ja, und das werden demnächst, wie gesagt, noch als Tests kommen. Ich kann irgendwie nicht widerstehen, ne? Ich kann es einfach nicht. Okay, wir laufen zwar ein bisschen komisch, aber... Wo sind wir denn hier? Oh nein. Das sieht verdammt nach Dings aus. Das kann die aber gar nicht ab. Können solche Sachen aber gar nicht, ja, kann das sein? Star. Huha. Und dann gehen wir hier rein. Ich kann da nicht widerstehen. Ich muss nachgucken, was das ist. Ich will wissen, was hier drin ist und wie das hier weitergeht. Und einerseits will ich auch noch Skingrad und das mit der Nirnwurz wissen und die Story weiterspielen. Oh Gott. Hallo. Ja, komm noch her. Ja, Zauber auf mich. Klappt. Tut euer Schlimmstes. Autsch. Machen wir es halt so. Heilen wir uns mal schnell. So ein bisschen. So. Haben wir ihn? Ist er tot? Ja. Gut. Ich will aber trotzdem ein bisschen auf den Bogen sitzen. Die haben uns schon gesehen, Mist. So gut, die sind ja auch so viel zu laut. Cool. Wo sind der Ausdauer? Ein magischer Gegenstand. Und wir sind da nicht lang gelaufen. So, mal gucken, wie viel Damage das macht. Das können die aber gar nicht ab, die werten Dame da. Au, 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 ich brauch nicht. Hey! Komm, schlag zu, komm, schlag zu. Und immer auf den Beschwörer schlagen, ne? Weil der seiner nicht gesehen hat. Und sie mich trifft, werden ihre herbeibeschworenen Kreaturen getötet. Na komm. Ja, was ist los? Die haben Levelaufstieg. Ja, komm. Ja, komm. So. So, komm und stirb. Hier muss es doch irgendwo Betten geben. Ah,
Buch der Daedra. Knochen hier. Das nehmen wir alles mit. Das haben wir diesen Kolben gerade gefunden für die Alchemie da. Diese Verbesserung. 7 Gold. Ein Trank. So. Hupsala, jetzt muss ich einmal mein Handy weglegen. Weil meine Boxen so ein komisches Geräusch jetzt machen, wenn es da zu nah dran kommt. Keine Ahnung warum, aber sie tun es. So, haben wir uns hier nicht eben durchgekämpft. Ja. Aber bevor wir jetzt weiterlaufen, beende ich hier die Folge vor diesem Tor. Und da gehen wir gleich rein. Und dann können wir auch wieder aufsteigen. Das sieht man an diesem Symbol da. Ich kann es jetzt nicht zeigen. Da, wo der Mauspfeil ist, da müsst ihr ihn gucken. Da. Da. Das heißt, dass wir aufsteigen können. Und danach könnten wir Fähigkeiten verbessern. Aber das werdet ihr alles nicht davor gesehen. Ja, und ich sag tschüss, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.